Aber es hat eine Straßenbahn eigentlich, ne? Mann, ich komm immer auf diesen Hinterknopf, das ist eklig. Ach du Arzt, nicht! Oh, das Auto hat hier echt die Federungen damit zu tun. Im ersten Sektor sind wir nicht vorne drin. Doch schon, aber nicht ganz vorne. Kann man sagen. Vielleicht ist das hier in Malaysia meine Chance. Mann, ich muss die Taste umlegen, das geht so nicht, ey. Da hat das Auto gerade total untersteuert noch angrenzen. Das war gar nicht gut. Oh, jetzt macht hier nicht mal, geht hier nicht mal der Dschungel langsam auf. Ich mag das immer nicht so durch so dunkle Gebiete zu fahren, wo ich nie weiß, wo ich hinfahre. Boah, dies war. Das war ungewollt, aber es war sauer gut. Hier hat sich wohl irgendwer selbst abgeschossen. Ich glaube, ich sehe ihn davon auch schon. Ach, jö. Ja, aber Tanner von uns hat 33.000 sofort schon was. Ah, da ist die Sofortwiederholung dran. Definitiv. Also, das ist. 34, jetzt haben wir noch 100.000 zu verloren. Okay, Jay Taylor wird wohl nur nicht gewinnen. So wie es auch sieht. Die hatte wohl ihren Unfall. Ups, das hat er leider ganz schön versetzt, aber Glück gehabt, dass da nicht noch direkt eine Kurve kam. So eine böse enden können. So. Kuppel. Boah, das ist hier sau eng. Das ist hier sau eng. Man sieht auch, ja, was JD da ein Problem hat. Weil man hätte vielleicht nicht durchs Wasser fahren sollen, aber. Gut, jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich am besten hier an JD Taylor vorbeikomme. Und das hat Tanner Faust, ich verliere auf Tanner. Auf jeden Fall sind wir schon mal an JD vorbei. Jetzt müssen wir hier im letzten Sektor powern. Ich sehe leider auch hier ein nicht gewonnenes Rennen und vielleicht auch nur einen dritten Platz oder vielleicht sogar nur einen vierten. Das ist nicht, das ist sozusagen. Ja, ich würde sagen, wir starten das Rennen einmal neu. Das war jetzt gerade, das war mein Fehler. Entschuldigung, aber egal. Ich habe so lange schon Rennen nicht mehr neu gestartet, das können wir jetzt einfach mal machen. Gut durchgekommen, durchgekommen jetzt. Boah, das war eben eine Kurvendurchfahrt, wie sie im Lehrbuch steht. Zu schnell rein, viel zu schnell rein, dann gedriftet und dann ging es einmal um, ne? Sprung in die Kuppe, bang, bang. Zweimal aufgeschlagen und vorne mit dabei. Wie viel Forschung haben wir denn? 58. Boah, diesmal, oh, aber das kriegen wir hier gerade, das passt gerade alles ineinander. Das passt gerade alles richtig gut zusammen. Also, jedenfalls so vom Gefühl her. Und mein Gefühl, naja, selten tut es mich. Ich bin halt durch und durch ein PC-Rennfahrer. Der auch das Gefühl entwickelt hat, mit den Jahren, in der er schon Rennspiele spielt. So, ja. Boah, leicht mit dem Gaspedal zappeln. Ich hasse diese Taste. So. Links
hier aufpassen. Das ist eine schwierige Stelle. Und jetzt kommt dieses hier, ey. Das darf ich diesmal nicht verkacken. Und vorne nur mit 32. Ja, links diese vorne. So, jetzt haben wir ja nichts verloren. Wir kommen auch hier viel besser entlang. Ich glaube, hier passt das Auto einfach so gut hin in den Sektor, wenn wir keinen vor uns haben. Das war, naja, ich weiß nicht, ob es perfekt war, aber immerhin sind wir dadurch da gut lang gekommen. Oh, diese Welle ist heftig. Und hier kommt diese sau enge Stelle. Das ist nicht gerade undeutlich. Wir müssen jetzt hier im letzten Sektor einiges rausholen, weil ich glaube nicht, dass wir es schaffen. Ich weiß auch nicht, wie gut jetzt Moment mit Solaim hier ist, auf dieser Strecke. Vielleicht werden wir ja Zweiter und Solaim Dritter, dann haben wir jetzt auf jeden Fall noch interessant. Oh je, yeah, das war sauknapp. Hier ist es sauknapp, ne, das ist nicht. Hier. Eine Piste ist das hier, das ist ja echt nicht mehr so schön zu fahren. Oh, jetzt aber. Und dann kurz um sie drücke ich nochmal diese scheiß Wiederholungstaste, ey. Aber jetzt geht's nur geradeaus und was haben wir? Was haben wir? 3 Sekunden 40, 1, 2. Nur der fünfte Platz. Das war überhaupt nicht gut. Ah, da wäre ein Platz vorne wirklich von Vorteil gewesen, denn Mohamed Solaim nur Vierter. Der hat die Punkte gelassen und ich habe leider auch Punkte viele gelassen. Wir sind jetzt, glaube ich, in der Tabelle auch nach hinten gerutscht. Platz 3 weg. Oder Platz 4 kann das sogar schon sein. Aber ich glaube, ich habe eben dieses X am Ende. Und wir werden es gleich nochmal genau sehen. Jetzt die Maschine, das könnte auch was für mich sein. Ja, das wird jetzt sind es 8 Punkte auf Solaim. In 2 Rennen 8 Punkte ist möglich, aber ich müsste hier schon. Also wir können es hier vielleicht nochmal spannend machen, wenn ich hier nochmal gewinne. Hier stelle ich mal die Getriebesetzung so ein. So. Los geht's, würde ich sagen. Zeigen wir mal, was wir können. Ja, allerdings, ja. Jetzt, gilt's. Direkt hier fängt direkt mit. Oi. Ich würde sagen. Mal eben so und. Tut mir leid. Das müsste kurz sein. Ich hatte erstmal die Kurve noch gar nicht. Ich bin noch nicht so selten Schiene gefahren. Ey, willst du mich verarschen? Noch einmal jetzt. So, wie das jetzt das letzte Mal versprochen. Dass wir hier keine hoppige Piste haben hier in Malaysia, wo ich die Bodenbreite auch etwas niedriger gestellt habe. Eine hoppige Piste. Mann, ey, wer schraubt denn jetzt hier die ganze Zeit SS zu mir? Weißt du, wenn ich SMS brauche, dann bin ich so langweilig wie in der Schule, ne? Da kriege ich keine und jetzt hier zu Hause, wenn ich aufnehmen will, dann kriege ich dort das SMS. So. Warum man eigentlich doch hier schon typisch Schiene alles? Ah, gar nicht erwischt. Okay. Boah, von 30 km/h auf 30 km/h. Oder so. Was ist das jetzt? Wir sind nochmal hinter dem Moment mit Verleihung. Und was ist jetzt?
Ich glaube, wir haben vielleicht für die anderen Sektoren ein besseres Auto. Dann nehme ich eher ein. Ich glaube, ich habe hier auf zu wenig Beschleunigung gesetzt. Wir sind nur auf 3 nach vorne gekommen. So, hier wieder rechts rum. Oh, jetzt zuckt mich gerade in der Schulter. Draus bis dran, verdrängen wir erstmal auf 4. Ja, wir können hier noch Power nennen. Das hier ist, glaube ich, jetzt ab. Jetzt ist unser Sektor. Hier kommen wir richtig gut lang. Und hier haben wir die gute Höchstgeschwindigkeit. Die gehen jetzt wahrscheinlich zu den anderen. Boah, das war nicht schlecht, Alter. Ja, jetzt führen wir. Jetzt führen wir. Ah, da verliere ich auch fast das Auto. Aber das geht. Das hält sich alles noch im Rahmen. Das ist dieser Teil, den ich auch schon mal nicht konnte. Oh, jetzt geht's hier diese. Oh, nee. Oh, nee. Jetzt mal gucken, was das wert ist. Und jetzt mal gucken, was das wert ist. Ich tippe auf Platz 3. Nächstes Mal müssen wir aber besser abschneiden. Nur der 6. Ich muss mal eben kurz was gucken. Bis gleich. So, jetzt bin ich gerade überlegen, ob wir nochmal das Ganze nochmal fahren. Ja, komm. Ja, ja. Das sollen wir schon machen. Wir machen hier eine. Wir machen das mal so. Ja, komm. Wir gehen mal auf Risiko. Und gehen wir mal mit niedrigem Abtrieb rein. Und dann fahren wir hier einfach mal und versuchen das mal. Ich fahre das Ganze einfach nochmal. Ich will mich hier wenigstens als Zweiter abschneiden am Ende. Der Rally World Tour. So.